So. Ja, zunächst einmal herzlich willkommen auf der Hessen, mitten auf der Fulda, unserem Hausfluss von Kassel. Die beiden Ministerpräsidenten, einmal des Landes Hessen, Volker Bouffier, und von Niedersachsen, David McAllister. Schön, dass Sie da sind. Direkt mal das Wort an Herrn Bouffier. Warum sind solche Grenzgespräche so entscheidend so wichtig? Also erstens mal, Hessen und Niedersachsen haben freundschaftliche, enge Bezüge. Und es gibt immer Besonderheiten, die wir miteinander ganz gut austauschen können. Und das ist eine historische, alte Grenze, aber keine Trennlinie. Und die Themen, die wir miteinander haben, zum Beispiel Oberweser und Fulda, weitere Zukunft, die wirtschaftliche Entwicklung von Südniedersachsen und hier von Nordhessen, das ist eine Fülle von Sachen, wo wir gemeinsam marschieren und wo wir auch durchaus erfolgreich sind. Herr McAllister, was wurde denn heute überhaupt besprochen auf dem Schiff? Niedersachsen hat viele Nachbarländer. Eins davon ist eben Hessen und wir haben in der Tat eine gute und vertrauensvolle Nachbarschaft mit Hessen. Heute haben Volker Bouffier und ich vor allen Dingen gesprochen über die wirtschaftliche Entwicklung. Wir haben 20.000 Niedersachsen, die jeden Tag nach Hessen pendeln. 14.000 Hessen pendeln wiederum nach Niedersachsen ein. Das heißt, wenn es in Nordhessen wirtschaftlich jetzt bergauf geht, und das habe ich ja heute erfahren, dass das hier eine gute Entwicklung hat, dann profitieren wir davon im südlichen Niedersachsen eben auch. Konkret geht es darum, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen und dazu zählt eben auch die weitere Entwicklung der Wasserstraßen. Und wichtig ist, dass auf der Fulda und insbesondere auf der Oberweser die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen für die Investitionen, die hier getätigt worden sind in den Häfen, beispielsweise in Hannover-Schmünden, aber auch für die Firmen, die hier Schwerlasttransporte durchführen. Und da werden wir jetzt gemeinsam nochmal mit dem Bundesverkehrsminister sprechen. Und dann können wir uns darauf freuen, dass die Schleuse auch in Kassel erhalten bleibt, Herr Bouffier. Diese Schleuse ist ein historisches Dokument, wenn man so will. Nächstes Jahr wird sie 100 Jahre alt. Wir sind sehr intensiv dran. Wir werden versuchen, den Bund zu gewinnen. Da muss man dem Kollegen McAllister sagen, Niedersachsen ist ja, was Wasserstraßen angeht, uns vielfach überlegen. Das müssen wir alleine lösen mit dem Bund. Wir sind in Gesprächen sehr engagiert, aber bevor wir Erfolgsmeldungen verkünden, müssen wir erstmal das Ergebnis haben. Ich bin sehr daran interessiert, diese Schleuse ist neben der Tatsache, dass sie ein historisches Bauensemble ist, natürlich auch wichtig, einmal für diese wirtschaftliche Bedeutung, zum anderen, aber wir sind ja hier in einer Verbindung vom Edersee bis zur Nordsee und das gehört alles zusammen und deshalb werden wir uns dort engagieren, aber die Dinge sind noch nicht so weit. Eine letzte persönliche Einschätzung, Herr McAllister. Erfolgreiche Gespräche gewesen hier auf der Fulda heute? Es ist immer gut, wenn man sich vor Ort trifft und auch die Sachen bespricht. Volker Bouffier und ich sehen uns häufiger in Berlin, aber dort geht es vor allen Dingen um bundespolitische Themen. Und heute stand im Mittelpunkt tatsächlich Fragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und wir haben so viele Themen, wo Niedersachsen und Hessen auch Berührungspunkte haben in der Bildungspolitik, in Fragen der inneren Sicherheit, aber vor allen Dingen eben bei den Themen Wirtschaft und Verkehr. Und ich habe für diesen Termin eine sehr umfangreiche Terminvorbereitungsmappe bekommen, sodass ich jetzt auch im Bilde bin, was zwischen Niedersachsen und Hessen wirklich relevant ist. Wir haben ja klassischerweise im Norden vor allen Dingen eine enge Zusammenarbeit mit Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein in diesem Viererverbund. Aber wir in Niedersachsen wissen eben auch, wir haben Nachbarn in Mecklenburg, in Brandenburg, in Thüringen, in Sachsen-Anhalt, in Nordrhein-Westfalen, mit den Niederlanden und eben auch mit Hessen. Das Besondere an der Zusammenarbeit mit Hessen ist, dass sich die beiden Länder auch politisch so gut verstehen, weil sie eben auch mit gleichen Farben regiert werden. Wir kommen gleich wieder in die Stadt. Ein letzter Gruß an Ihre Nordhessen in Kassel. Ja, jeder Besuch lohnt hier. Wir haben gerade die Documenta. Der Präsident der Europäischen Kommission, Herr Barroso, wird am Wochenende hier sein. Das ist eine Auszeichnung für uns, er ist sehr interessiert. Also hier ist Kunst, hier ist Kultur, aber hier ist auch ein wirtschaftsstarker Standort entwickelt worden. Und das ist eine Region, die brummt. Die Wirtschaftswoche hat uns zur dynamischsten Region erklärt. Und das zeigt, hier ist Zukunft. Und wenn wir stark sind und Südniedersachsen stark ist, dann haben beide Seiten was davon. Und deshalb werden wir uns für diese gemeinsamen Interessen einsetzen. Und hier ist, die Menschen leben nicht nur gerne hier, sie leben auch gut hier.